Guten Abend. Nicht nur hier in St. Peter-Ording, im ganzen Land war und ist es ziemlich stürmisch. Für die Nordsee gibt es sogar eine Sturmflutwarnung. Das ist für St. Peter-Ording leider gerade so richtig schlechtes Timing. Ja, da starten übermorgen die Kite Surf Masters. Und für dieses Event haben die Aufbauarbeiten am Strand natürlich jetzt schon begonnen. Jochen Dominikus steht für uns in St. Peter-Ording. Jochen, hast du denn schon nasse Füße? Ich muss sagen, ich hatte eben nasse Füße. Wenn man mal hier runter auf meine Stiefel guckt, das Wasser ist erstmal weg. Der Höhepunkt hier in St. Peter-Ording an dieser Stelle, wo ich jetzt stehe, der war so 8, 10.12 Uhr. Das war der Scheitelpunkt des Hochwassers. Der Sturm drückt natürlich das Wasser noch rein. Im Moment hat man so den Anschein, es sind ein paar positive Anzeichen, dass das hier nicht zu nass wird für die Veranstaltung. Ich zeige euch mal ein paar Bilder, wie das ja vor 90 Minuten aussah. Da stieg das Wasser hier rein. Man hatte am Anfang noch so einen kleinen Deich gebaut, um sich zu schützen. Der Veranstalter hat mir gesagt, jede Minute zählt eigentlich. Je weniger Wasser im Dorf ist, desto besser ist das natürlich für die Veranstaltung. Man hat alles gesichert, auch gegen den Wind. Hier sind ja 90 Zelte, die übermorgen dann auch voll werden. Hier sind ganz viele Touristen natürlich und man hat die Zelte abgesichert. Man hat große Seile gespannt, an LKWs gespannt. Und ich habe so den Eindruck, das Wasser, was viele Touristen jetzt im Moment hier auch wieder erfreut, viele gucken hier das Hochwasser wieder an, es geht zumindest, habe ich den Eindruck, zurück. Aber schon beeindruckende Bilder. Was heißt das alles jetzt für die Kite-Veranstaltung? Kann die überhaupt stattfinden? Ja, die Frage gebe ich mal an Matthias Regber, den Veranstalter, ab. Matthias, stand die Veranstaltung oder steht die Veranstaltung noch auf der Kippe, so wie es jetzt aussieht? Also wir sind ganz optimistisch. Wir müssen die Nacht natürlich noch überstehen. Der Wind ist noch nicht vorbei. Es soll die ganze Nacht durch hier noch blasen. Aber der Höhepunkt des Hochwassers scheint wirklich durch zu sein. Man sieht, das Wasser geht langsam zurück. Jetzt haben wir natürlich noch viel Wasser auf dem Gelände. Das müssen wir loswerden, bevor wir morgen mit dem Aufbau hoffentlich fortfahren können. Insofern haben wir noch eine ordentliche Herausforderung vor uns. Das heißt, die ganze Nacht wird weiter hier gearbeitet? Na, jetzt müssen wir erstmal abwarten. Wir öffnen jetzt den Deich auf der Landseite hinten und hoffen, dass der Wind uns hilft jetzt als Verbündeter, das Wasser dann auch wieder aus dem Gelände rausdrückt und wir morgen dann mit noch einigen Pfützen auf dem Gelände dann hoffentlich loslegen können. Uns fehlen 48 Stunden beim Aufbau. Eigentlich soll es Mittwoch losgehen. Und das wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit für unser Team, das hinzubekommen. Ihr seid ja gebeutelt gewesen schon bei dem Sturm vor 6 Wochen oder 8 Wochen war es. Das heißt, da die Windsurfmeisterschaft konnte auch nicht stattfinden, beziehungsweise nicht so wie geplant. Ja, auch da hatten wir einen Tag Verzögerung. Insofern war das jetzt wie so ein Déjà-vu, dass wir wieder ähnliche Rahmenbedingungen haben, nur jetzt mit einem viel größeren Village. 90 Zelte stehen hier jetzt und da hatten wir nicht die Option mit einem späteren Aufbau, sondern wir mussten jetzt einfach Augen zu und durch, Gas geben und gucken, wie wir jetzt durch die Zeit durchkommen. Ich drücke euch die Daumen. Es wird also noch eine spannende Nacht. Also zumindest ein paar positive Zeichen hier in St. Peter-Ording. Das nehmen wir doch mal mit und die Veranstaltung findet statt. So wunderbar. Mit nassen Füßen an der Nordsee, Jochen Dominikus.